Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich versuche immer irgendwie meine Einführung umzumodeln, also meine Einleitung. Aber irgendwie komme ich dann doch trotzdem immer wieder auf diese Standardbegrüßung zurück. Ich weiß auch nicht, irgendwann bleibt man, glaube ich, bei dem, was man sich über so viele Folgen über 1000 Videos, kann man ja schon sagen, angewöhnt hat. Und ja, über 1000 Videos, das macht man sich gar nicht vorstellen. Das ist schon kleines bisschen wahnsinnig. Aber gut, so ist es nun mal. Müsst ihr mit dieser Begrüßung Vorlieb nehmen. Ich könnte ja auch sagen, hallo, hier ist der Dr. Wolfsherz und da bin ich wieder mit RimWorld, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Nee, wir bleiben lieber bei dem Alten. So, wir hatten... Oh nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder Alpha Biber. Also, die sind ja nicht gefährlich. Das Problem ist nur, die fressen die ganzen Bäume weg und das haben die hier unten auch schon irgendwo gemacht. Da, das wächst hier aber auch alles ganz schnell wieder nach im Sumpf, weil hier so viele Bäume sind und überall Boden, fruchtbarer Boden, Sumpfboden und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz werden wir diese Alpha-Biber schießen. Es sind 6 Stück, die werden wir jetzt jagen. Da sollen unsere Jäger mal schön aktiv werden. Außerdem, in der letzten Folge, deswegen wollte ich es gerade sagen, liegen ja hier noch die ganzen Geiße und Steinböcke rum. Die sind als menschenjagendes Rudel aufgetaucht, liegen hier jetzt überall und werden hoffentlich bald verarbeitet. Ich will es doch meinen zumindest. Zumindest reintragen könnten wir die schon. Ich glaube, ich mache das mal dringend, weil sonst bei 37 Grad ist das Fleisch mit Sicherheit nicht lange. Oh, wir haben bei den hohen Außentemperaturen auch bisschen Schwierigkeiten mit der Innentemperatur. Die ist, ich meine, ist minus 2. Ist ein klein bisschen knapp. Klein, minus 1 nur noch. Ich wollte eigentlich nicht noch eine Klimaanlage anschließen. Auf der anderen Seite haben wir aber so viel. Wir haben so viel Bauteile momentan und wir produzieren auch jede Menge Strom. Also würde ich sagen, leisten wir uns doch noch die dritte Klimaanlage. Ist natürlich jetzt doof, dass ich die nicht symmetrisch bauen kann. Da baue ich sie hier hin, dann ist sie in Reichweite von dem Kabel. Und dann müssen wir drauf achten, die auch gleich auf minus 9 Grad zu stellen. Coach hat sich vollständig erholt. Super. Er hat auch richtig miese Stimmung, da können wir mal schauen. Oh, wir sollten den Leuten noch eben wieder erlauben, überall sich aufzubewahren. Also erstmal den Tieren sowieso auf unbegrenzt. Und bei unseren Kolonisten ebenfalls auf unbegrenzt. Guck, dürft er wieder raus. Und dann funktioniert auch die Jagd mit den Alpha-Bibern, weil das hat ja gerade gar nicht funktioniert. Ja, jetzt kommen auch die ganzen Tiere rein. Batterien! Forschung abgeschlossen. Wunderbar. Wir können also endlich Batterien bauen. Was machen wir als nächstes? Die Entwässerung ist jetzt dran. Und danach kommen die Geschütztürme. Dafür sind aber auch schon wieder zwei andere Technologien für nötig. Voraussetzung. Und zwar Waffenschmiede und Rückstoßlader. Aber kein Problem. Die Entwässerung hat jetzt aber Vorrang, denn ich glaube, dass wir uns... Habe ich sie jetzt ausgewählt? Ich habe sie abgewählt. So. Ah, Requirements Missing. Moment. Können wir noch nicht. Wieso? Oh, Hightech-Labortisch. Eieieiei. Wir brauchen einen Hightech-Labortisch. Vorher geht das gar nicht. Den können wir bauen, den Hightech-Labortisch. Mit seit der Mikroelektronik. Ja gut, okay. Dann gehen wir doch erst auf die Waffenschmiede. Dann können wir nämlich hier auch Sachen bauen. Wunderschöne Sachen wie Repetiergewehr, also Revolver, Schrotflinten, Repetiergewehre und Brandgeschosswerfer. Repetiergewehre? Das sind die Überlebensgewehre. Die haben einen neuen Namen. Okay, also, das ist ja generell auch eine sehr lohnenswerte Technologie. Von daher immer her damit. Weg mit der Forschung. Dann würde ich sagen... Ah, da wird auch schon geschlachtet. Sehr schön. Reparaturen finden statt. Ja, man sollte den Leuten auch erlauben, wieder rauszugehen. Dann würde ich sagen, bauen wir gleich mal ein paar Batterien, damit wir für eventuelle Notfälle gerüstet sind. Batteries. Wie viele wollen wir? Also, wir brauchen keine Sicherung, beziehungsweise wir haben keine Sicherung. Würde ich sagen, machen wir 1. 2, 3, 4 erstmal. Mit der Möglichkeit halt eben noch zu verdoppeln. 1, 2, 3, 4. Dann nehmen wir 8 Stück. Ja, ich baue den zweiten Strang gleich mit hier. Was macht... Oh, jetzt haben wir auch noch eine Hitzewelle. Super. Ja gut, dann wird es auch Zeit, dass die Klimaanlage fertig wird hier. Ah, dann wird es wahrscheinlich auch knülleheiß in den Quartieren. Die ist schon fertig. Müssen wir so runterstellen. Auf minus 9. Und hoffen, dass wir damit die Temperatur jetzt hier auf Minusgrade wieder kriegen. Denn wenn uns das Essen verreckt, dann wäre nicht so schön. Aber das geht. Wir kommen wieder auf minus 7, minus 8. Das sieht gut aus.
trotz 37 Grad. Mal gucken, ob es noch viel heißer wird. Batterien bauen wir jetzt auch. Wenn dann mal Stromausfall ist, dann haben wir wenigstens gespeicherte Energie für die Klimatisierung. Und die Hütten zu klimatisieren, das halte ich jetzt eigentlich nicht für machbar eigentlich. Dafür eignet es sich nicht. Da müsste man eigentlich komplett umbauen. Komplett umzubauen, das behalte ich mir vor. Denn ich sag mal, wenn wir einen gewissen technologischen Fortschritt haben, dann betrachte ich uns nicht mehr als Stamm. Im Moment kann man das noch irgendwie auch 42 Grad, wow. Im Moment kann man das noch irgendwie rechtfertigen, ne? Diesen Baustil und so. Ist halt eben historisch gewachsen, wie man so schön sagt. Aber irgendwie muss man ja sagen, hat man sich irgendwann drüber wegentwickelt und dann muss man vielleicht auch mal gucken, ob man anders baut. Unter anderem natürlich, wenn ein Geothermiekraftwerk da steht, kann man schlecht sagen, hey, wir sind der Stamm von Huxti Huxti. Dann ist man schon recht weit fortgeschritten. Ja, und mit dem Trockenlegen will ich natürlich erreichen, dass wir hier so ein paar Lücken schließen können. Vielleicht kriegen wir es hin, irgendwie eine Mauer zu bauen, wenn wir hier das ganze Zeugs trockenlegen, weil was mir momentan die meiste oder die größte Sorge macht, das sind eigentlich so Überfälle. Jetzt habe ich es laut gesagt. Ja, aber wenn die passieren, dann könnten wir halt eben Schwierigkeiten bekommen. So, wir haben jetzt übrigens zwei Boomerlobs. Und zwar ein weibliches und ein männliches. Das heißt, es könnte auch Nachwuchs dabei rumkommen. Die sind beide hier im Gehege. Die haben Fresschen ohne Ende. Da dürfte nichts passieren. Wir können auch noch weitere Tiere dazu stecken. Und und Tiere züchten halt. Die geben jetzt ja Treibstoff, also Kraftstoff, was ja generell nicht verkehrt ist. Das bringt uns jetzt nicht wahnsinnig viel. Ah, die Nase juckt gerade ein bisschen. Also Kraftstoff bringt uns jetzt nicht wahnsinnig viel, aber verkaufen können wir den. Und wir können natürlich auch, ich sag mal, wenn wir irgendwann 6, 7 Boomerlobes haben, dann reicht das ja vielleicht sogar für die, für den Betrieb von mehreren Generatoren, die eben nicht auf Holz, sondern auf Kraftstoff laufen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Im Moment haben wir 200 Kraftstoff. Das ist alles geerntet von dem ersten und vielleicht auch ein bisschen jetzt von dem zweiten Boomerlob, das aber auch erst seit der letzten Folge zu uns gestoßen ist. Von daher, ein Wildschwein könnten wir noch zähmen. Komm, wir zähmen nochmal ein Wildschwein. Was haben wir da? Wie alt ist das Tier? 2 Jahre alt und männlich. Da haben wir noch ein Wildschwein irgendwo? Sollen wir noch weiter rauszoomen? Da ist noch irgendwo ein zweites ausgewählt worden, aber ich kann es nicht sehen. Wo ist es? Ah, da unten. Ist das ein weibliches vielleicht? Ja, weiblich 4 Jahre. Dann zählen wir das auch noch, die beiden. Drücken wir die Daumen, dass das klappt. Dann haben wir vielleicht auch noch ein paar Wildschweine. Die können tragen helfen, wobei das unsere Huskies eigentlich schon ganz hervorragend machen. Was ich gerne hätte, wären so Alpakas. Oder Muffalos. Aber Muffalos. Wow, wenn das schief geht, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Männlich, weiblich, Alter 8 und 9 Jahre. 1 Jahr. 2 Jahre. 0,3% Chance. Wisst ihr was? Wir versuchen es mal. Wir versuchen mal 2 Muffalos. Wenn das schief geht, dann müssen unsere Leute rennen, weil dann haben wir Not. Das kann ich sagen. Drück die Daumen. Ah, hier ist noch ein Alpha-Biber. Ich glaube, den Rest haben wir schon. Tatsache, der Rest ist erledigt. Und das war der letzte. Wunderbar. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich will jetzt nicht sagen, es läuft super, weil wenn ich das sage, läuft es wieder nicht super. Dann passiert wieder irgendwas und alles ist vorbei. Muss mal kurz gucken, ob irgendwas hier blockiert. Habe ich gerade schon. Alles gut. Nichts. Wir müssen halt aufpassen, dass hier keine Bäume wachsen. Deswegen auch hier entwässern. Das ganze Zeug hier entwässern. Schönen Boden drunter bauen. Und hier kann man dann noch ein Hütchen hinbauen oder irgendwas anderes. Und dann kriegt man das schon irgendwann hier auch noch richtig, richtig gut. Ja, aber was ich noch sagen wollte, von wegen Baustil ändern mit den Hütten, irgendwann macht das halt nicht mehr wirklich Sinn. Ich könnte mir dann vorstellen, dass man zum Beispiel anfängt, einen kompletten Wohntrakt zu bauen, so wie wir das bisher gebaut haben, und dafür alles abreißt, was da ist, und einfach mal versucht, so eine komplette Transformation zu einer modernen Siedlung hinzubauen. Aus Holz allerdings. Also, weil Stein ist hier echt knapp. Wir sind halt nicht im Gebirge. Wir können das hier alles abmähen. Also das ganze Felsgezeugs. Trotzdem werden wir nicht genug haben, um hier eine Siedlung komplett von zu bauen. Beziehungsweise wäre mir das auch zu aufwendig. Also da muss er nicht sein. Man muss es sich auch nicht unnötig schwer machen. Man ist ja nicht...
Man muss es sich ja nicht schwerer machen als unbedingt nötig. So, hier liegt noch jede Menge Eisen. Ich glaube, da kommt aber gerade ein Husky. Nee, der kommt nämlich nicht. Ich dachte, dass der eventuell trägt. Wir müssen mal gucken, ob wir einigen Tieren schon was Neues beibringen können. In der Tat. Und zwar könnte Andrea Transport lernen und Nikita könnte auch Transport lernen. Dann sollen die das doch gleich mal tun. Naja, und wir müssen immer gucken bei den Tieren, ob die sich an irgendjemanden binden, der nicht Samantha ist. Dann müssen wir nämlich die Zuordnung ändern, damit die Leute glücklich sind. Ist aber jetzt gerade nicht der Fall. Gut. So. Dann nochmal zur Verteidigung. So eine Außenmauer, die würde ich zum Beispiel durchaus auch aus Stein bauen. Ne? Dafür braucht man dann nicht ganz so viel. Das Material kriegt man dann wohl schon irgendwie zusammen. Ja, ich denke aus Sandstein vielleicht. Muss man halt schauen. Aber die generelle Struktur der Kolonie, die wird dann auch doch weiterhin eher holzlastig sein. Vielleicht mal statt einen Holzboden dann Steinboden irgendwo rein. Das ist sicher alles machbar. Aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, oder? Also muss ich jetzt gar nicht so lange rumlabern. Wir haben nur noch 31 Bauteile. Das heißt, es wird Zeit für einen Händler, der unser Holz nimmt. Und wir könnten eigentlich das Holzlager auch mal wieder ein bisschen auffüllen. Könnten mal so ein paar Laufwege wieder freimachen, wobei die sind ja generell schon frei. Aber einfach so ein bisschen Holz hacken. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Hier in der Lagerfläche können wir eigentlich komplett alles hacken. Falls da Bäume wachsen. Hier das gleiche, da sind aber keine alt genug. Dann können wir hier rund um den Friedhof nochmal gucken. Da ist aber auch fast alles weg. Machen wir hier noch ein bisschen Bäume weg, da, da und da und dann soll es auch reichen erstmal. Wir wollen ja nicht unter 10.000 Holz hier fallen, ne? Das geht ja nicht. Unsere Haupthandelsressource. Wenn denn dann mal irgendwann ein Raumschiff kommt. Ich glaube, die Mod, dass mehr Schiffe, also More Trading Ships kommen, dass mehr Trading Ships kommen, die ist glaube ich auch aktiv. Die Batterien laden sich übrigens richtig gut und schnell auf. Wir haben also richtig schöne Überproduktion. Und daher können wir jetzt diesen Strang schon abschalten, wenn der voll ist. Und die sind beide voll. Die können wir beide also ausschalten jetzt. Und wenn wir sie dann brauchen, die Energie, dann holen wir sie uns aus den Batterien. So soll das sein. So, wie geht's weiter? Ration 120. Ich würde sagen, wir müssen den Herd noch austauschen. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich schon vor zwei Folgen machen wollte, aber wieder vergessen habe, obwohl mich einer darauf hingewiesen hat. Jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt. Denn natürlich muss das ein elektrischer sein. Ein elektrischer Herd macht Freude. Arbeitsrausch. Oh, Umbra. Ja, Umbra arbeitet aber nicht viel. Ja doch, der forscht. Ich weiß nicht, ob das sich aufs Forschen dann auch bezieht. Ja, das wird alles schlecht jetzt hier. Weil das kriegen wir gar nicht unter hier in unserem mickrigen Lager. Die Frage ist, wie weit könnten wir nach hier unten noch erweitern? Das können wir mal kurz schauen. Böden. Holz. Ja, gar nicht viel. Das ist doof. Ich dachte, ich könnte wenigstens die Ecke hier erweitern. Dann würde ich hier die Wand einfach einen nach rechts ziehen, weil wir da noch ein bisschen Platz haben. Aber auch das geht nicht. Ich will jetzt hier auch nicht... Wir müssen das alles trockenlegen. Also die Entwässerungspumpen, die werden wirklich Zeit. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir erst... Was brauchen wir denn da nochmal für? Ah, den Hightech-Labortisch, genau. Ja, den könnten wir eigentlich schon mal bauen. Der braucht nämlich auch so komische Materialien wieder. Passt auf, das wird nicht schön. Nee, Moment, der Hightech-Labortisch, vergesst das. Alles gut. Den können wir einfach bauen. Der braucht aber viele Bauteile. Oh, 10 Stück pro Tisch. Mein Herz. Wir deinstallieren den mal. Und die reißen wir ab. Hier kommt eine richtige Lampe rein jetzt. Die reißen wir auch ab. Wenn wir dann schon dabei sind.
Oh ne, hier muss ein Kabel her, weil das geht überhaupt nicht. Das sieht ja aus wie bei Hempels unterm Sofa und das muss ja wohl wirklich nicht sein. Gehen wir hier lang. Zack, zack. Und einmal ganz rum. Ein Piratenhändler. Ja, der nimmt kein Holz, aber ja, der nimmt kein Holz. Puh, bei dem werden wir wahrscheinlich nichts los. Aber immerhin ist mal einer da. Waffenhändler hatten wir letzte Folge schon. Ich brauche eigentlich mal einen Großhändler. Weil der ist eher noch am... da ist die Wahrscheinlichkeit noch am größten, dass der Holz kauft. Ja, seht ihr, hier werden wir nichts los. Die Pistole könnten wir verkaufen, aber das ist mir dann auch viel zu wenig Erlös für eine überlegene Pistole. Kraftstoff könnten wir verkaufen. Das ist nicht viel, ne? Das ist doch recht ernüchternd. Also den würde ich dann doch eher für Generatoren benutzen, glaube ich. 328 Silber? Ne. Das mache ich nicht. So, der ist abgebaut. Dann können wir jetzt einen Hightech-Labortisch hinstellen. Ungünstige Temperatur. Es ist halt heiß gerade. Kann es nicht ändern. Und 10 Bauteile, das tut halt eben weh. Deswegen brauchen wir auch unbedingt einen Großhändler, um neue Bauteile kaufen zu können. Ah, die Hitzewelle ist vorbei. Auch mal eine gute Nachricht, sehr schön. Hier könnte man jetzt noch einen Produktionstisch hinbauen. Hier könnte man sogar 2 nebeneinander noch bauen. Dann kommt das Bettchen hier halt woanders hin. So, da ist der Hightech-Labortisch, der zieht auch 250 Watt. Jetzt können wir die Lampe neu verbinden, damit das Kabel hier aus dem Raum raus ist. Sehr schön. Das hier sieht auch so unmöglich aus, aber hier kann ich es nicht ändern, weil wenn ich hier ein Kabel durchziehe, dann haben wir eine direkte Verbindung zu den Batterien. Das wollen wir nicht, die wollen wir ja hier entkoppelt haben. Deswegen geht das ja eben nicht. So, wir haben jetzt den Hightech-Labortisch. Oh, Zusammenbruch, Fressattacke. Gabi. Gabi hat Hunger. Warte mal, jetzt habe ich nicht gelesen, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Können wir das noch sehen? Zustand, Fressattacke. Nee, das kriegen wir nicht mehr raus jetzt. Moment, Aufzeichnung. Nicht wirklich, nee, schade. Ich hab's zu schnell weggedrückt, tut mir leid. Die wird jetzt futtern. Ja, beziehungsweise die hat jetzt eine Mahlzeit gefuttert, das ist okay. Oh, Gabi hat aufgehört, sich wie ein Schwein voll zu stopfen. Das ist aber nicht sehr nett. Das ist wahrlich nicht nett. So, Forschung abgeschlossen, Waffenschmiede. Wir können jetzt Revolver, Schrotflinten und Repetiergewehre bauen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Wir werden alle Bogen austauschen durch Repetiergewehre. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen. Soll man denn jetzt noch weitermachen zu den Geschütztürmen? Oder machen wir tatsächlich jetzt die... wo ist es denn jetzt? Die Entwässerung... Ah, da. 3600. Ja. Ja. Wir bauen jetzt die Entwässerungspumpen. Oder wir erforschen jetzt die Entwässerungspumpen. Es wird Zeit. Ah, eine Schutzweste ist fertig. Gut, die wird sich gleich einer anziehen. Denn in unserem Kleiderkodex steht, jeder soll eine tragen. Da ist schon einer gekommen und hat sich eine genommen. Wenn ich das richtig sehe, hat Gura, Samantha, Gabi und Coach auch schon eine. Und Riesling, wie es aussieht, auch. Der ist nur so schmal, dass man es nicht sieht. Jawohl, dann fehlt eigentlich nur noch eine für Umbra. Jetzt klicke ich doch nochmal durch. Hat. Sehr schön. Nur noch Umbra braucht eine Weste. Und ich glaube, ihr wisst ja, warum ich das mache. Ne? Weil wir eben hier so schlecht verteidigt sind... habe ich gesagt, wir brauchen ganz dringend Schutzwesten. Eine wird jetzt noch hergestellt. Ich mache das jetzt anders. Wir wiederholen das für, bis wir haben. Und wir wollen eigentlich immer eine im Lager haben. So ist das richtig. So, die Repetiergewehre sind hier ebenfalls und kosten 60 Stahl und 3 Bauteile. Ich wundere mich gerade, warum das so billig ist. Sind das wirklich die Gewehre, die ich denke?
Das ist das. Das ist das über das Repetiergewehr ist das Überlebensgewehr. Bin ich jetzt überzeugt von. Wir müssen warten, bis ein Großhändler da war. Wenn einer da war und wir Bauteile gekauft haben, dann gebe ich hier 4 Repetiergewehre in Auftrag. Die Bögen können wir dann wiederum verkaufen. Ist jetzt nicht so, dass die dann unbedingt viel bringen. Aber Kleinvieh macht halt eben auch Mist. Hier das ganze Holz mal bitte ins Lager. Das haben wir ja nicht gefällt, um es draußen verrotten zu lassen. Also bitte weg damit. So. Haben wir schon irgendwelche Tiere gezähmt? Nee, nur die... Oh doch, ein Wildschwein haben wir gezähmt. Das hat geklappt. So, das soll bitte Gehorsam und Transport lernen. So, jetzt sind wir schon wieder über 15.000 Holz. Von 13.000 runter, wunderbar. Ja, die Bauteile. Wir hatten ja Glück, hier haben wir noch welche gefunden. Wir finden mit Sicherheit auch noch mehr in diesen Bergen irgendwo. Und schaut mal genau, da sind welche. Bauen wir das Stück mal ab, damit wir da dran kommen und dann... Ja, sind nochmal 6 Stück. Also 2, 4, 6 Bauteile. So, der Arbeitsrausch von Umbra ist vorbei. So, jetzt gucke ich aber wirklich nochmal, nicht, dass wir irgendwo noch mehr Bauteile haben und die verpassen. Da sind keine. Da sind auch keine. Da sind keine. Keine. Ich bin gespannt, ob das mit den Muffalos klappt, mit dem Zähmen. So, Samantha kommt gerade und versucht es. Schauen wir mal. So, Samantha, du musst da jetzt Erfolg haben. Ah, mit Mais muss es doch klappen. Nicht? Noch ein Versuch, komm. Da, noch mehr Mais. Guck mal, lecker. Zähmung fehlgeschlagen. Die Chance ist 14%, also... Ich sag mal, dass das noch klappt... Da habe ich keine Zweifel drin. Und dann haben wir Wolle und Milch. Ist natürlich auch sehr schön. So, das hier ist die letzte Schutzweste, wie gesagt. Und dann wird eine ins Lager gepackt. Kommt dann hier unten in unsere Kleiderkammer. Tja, einen dritten Forscher haben wir nicht. Sonst könnte man jetzt überlegen, ob man diesen einfachen Labortisch auch nochmal aufbaut. Das macht aber keinen Sinn. Ich glaube, wir können eher den hier nochmal abbauen und halt wie gesagt einen zweiten Hightech noch irgendwo dahin bauen. Wird zwar vom Platz ein bisschen eng. So, einen zweiten Forschungsraum aufmachen, das ist die Frage. Das ist die Frage, ob wir das wollen. Und ob wir das können. Wie breit ist der? 1, 2, 3, 5 Felder breit. Hier passt dann nicht hin. Wir könnten die Tür natürlich versetzen. Den hier hinstellen. Das ginge darüber. Das ginge vielleicht. Ja, warte mal. 1, 2, 3. 1, 2. Das passt auch nicht. Ah, ist schwierig. Schwierig. Der Platz ist eng. Vor allem, ich zeig mal eben. Was ich mir vorgestellt habe, hier ein Tisch, hier ein Tisch. Aber wenn dann hier der Forschungstisch steht und da dann der Stuhl, und 1, 2, hier steht dann der Stuhl. Das wird alles zu eng. Das wird alles ein bisschen eng. Erweitern könnten wir hier nur, wenn wir Schlamm wegmachen. Hier ebenfalls müssen wir trockenlegen. Also wird es wohl drauf wieder auslaufen, dass wir vielleicht
den Forschungstisch hier komplett rausnehmen und ein komplett neues Häuschen bauen, nur mit zwei Forschungstischen. Den Platz könnten wir uns hier natürlich machen, im Gebirge. Ich frage mich, ob wir das einfach anfangen sollten. Sollen wir das anfangen? Wir können das ja mal abbauen. Und mal schauen, wie das wirkt. Ob das gut ist oder nicht. Das weiß ich noch nicht. Okay, das soll es für diese Folge aber gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, unserem Stamm geht es richtig gut. Umbra hat inzwischen auch seine Schutzweste an. Das heißt, die letzte, die hier hergestellt wird, ist schon fürs Lager. Alles wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß noch. Euer Doc. Ciao.